Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Altstadt Holdings. Läden und Büros in Downtown Vancouver. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von A&TV. Der Unichor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf war auf einer Konzertreise in British Columbia. Wir haben sie besucht, als sie in der, das muss ich gleich selber mal nachgucken, in der Emmanuel Baptist Church hier in Vancouver zu Gast waren und auch andere Orte besucht haben. Aber wir haben auf jeden Fall in Vancouver mal kurz reingeschaut und zeigen euch ein Interview auch mit den Organisatoren dieses Chores. Und außerdem, diese Emmanuel Baptist Church hat mittwochs um 10 Uhr morgens immer einen deutschen Gottesdienst. Also für die, die sich interessieren, mittwochmorgens deutscher Gottesdienst in der Emmanuel Baptist Church in Vancouver. Außerdem haben wir dort noch eine ältere Dame interviewt, die wir zufällig kennengelernt haben. Es war sehr interessant. Sie sagte, sie kommt aus Bessarabien. Ja, also wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Also viel Spaß. Dass du uns so geschaffen hast, dass du uns Stimmen gegeben hast, die uns erfreuen sollen und deinen Namen lobpreisen. Wir danken dir für die jungen Menschen aus Deutschland. Segne sie und behüte sie auf ihrer Reise. Wir danken dir für die Speisen, die vorbereitet sind. Du hast es gut und meinst es gut mit uns. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Seit 2 Tagen in Vancouver mit dem Unichor der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Ich bin die Marilena, ich studiere Musik, Gitarre, aber nicht an der Heinrich-Heine, sondern an der Musikhochschule in Düsseldorf. Aber ich bin trotzdem in den Heinrich-Heine-Universitätschor gegangen, weil der einfach super cool ist und es echt Spaß macht, mit denen zu singen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren im Chor. Ich studiere Maschinenbau, also etwas vollkommen Fachfremdes. Eigentlich auch nicht in Düsseldorf, aber wir wohnen in Düsseldorf und es war einfach eine gute Adresse gewesen und deswegen sind wir dabei. Wie bist du darauf gekommen? Hast du schon als Kind? Wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe einfach gesucht, was gibt es für Chöre, wie sehen die aus, was machen die für Konzerte? Und da bin ich dann halt über die Homepage dann darauf gestoßen. Würdest du überhaupt sagen, ist das ein Kirchenchor oder ist das ein Chor? Also wie sieht man da den Unterschied? Also ich würde definitiv nicht sagen, dass es ein Kirchenchor ist. Also wir singen zwar geistliche Stücke, wie man auch gehört hat, aber wir sind ein Universitätschor, ein akademischer Chor, der allerdings nicht nur für akademische Mitglieder zugänglich ist, wir haben auch externe Mitglieder, wir haben ehemalige Studenten dabei. Insofern ist es nicht wirklich ein Kirchenchor, aber... Mhm. Aber die Location ist halt ganz gut, eine Kirche. Ja, also das bietet sich an, von der Akustik her immer in Kirchenkonzerte zu geben. Mhm. Auch sonst für Musiker sehr beliebt. Und auch so, es ist einfach auch eine Möglichkeit, da dann Konzerte zu geben, ohne jetzt viel Miete zahlen zu müssen oder so. Und du bist derjenige, der das alles jetzt initiiert hat, so ein bisschen, so von deiner Richtung als Studentin? Na, wir sind ein Orga-Team und hier ist unser Meister, wie ich ihn manchmal nenne. Wir haben einfach so verschiedene Bereiche vom Orga-Team und haben uns so aufgeteilt. Und ich bin jetzt für die Konzerte in Vancouver verantwortlich. Und habe dann eben hier mit St. Emmanuel Baptist Church Kontakt aufgenommen, mit der Holy Rosary, wo wir auch noch singen würden, und dann eben mit Ahorn TV und eben diese 3 Stationen organisiert. Wie seid ihr auf British Columbia gekommen? Also das ist ja auch interessant. Also Kanada ist ein großes Land. Das ist richtig. Also es liegt schon eine ganze Weile zurück. Wir sind, das war vor meiner Zeit gewesen, 2009 war der Chor in Brasilien gewesen. Und ich habe mir sagen lassen, dass zu dem Zeitpunkt noch ein Chormitglied aus British Columbia bei uns war.
studiert jetzt, meine ich, immer noch in Bonn. Und am Ende der Chorreise nach Brasilien wurde gesagt, die nächste Reise geht zu dir nach Hause. Und sie kommt aus Powell River, hier um die Ecke, mehr oder minder. Und deswegen ja. Stand wohl schon seit 2009 fest, wir fahren nach Kanada. Also ein paar Stunden mit dem Auto. Gleich um die Ecke. Ja, genau. Und deswegen haben wir gesagt, Vancouver wird so unser Ausgangspunkt. Da kann man gut hinfliegen, man kommt gut hin. Und dann suchen wir uns Ort hier drumherum. Wann seid ihr gekommen? Vor einigen Tagen, ne? Schon, ja, vor zwei Tagen, ja. Ja, habt ihr euch gut eingelebt so ein bisschen? Habt ihr euch ein bisschen ja, die super. Stadt schon angeguckt? Ja, oder? Vancouver ist wundervoll. Auf jeden Fall. Ihr habt natürlich Glück mit dem Wetter. Ja. Ja. Haben wir gehört, ja. Ihr wisst, hier gibt es ja in Kanada, gibt es ja noch so alte Clubs. Die nennt man Alpenclubs, wo man versucht, so ein bisschen so die deutsche Kultur und Sprache aufrechtzuerhalten. Aber letztendlich ist es dann halt ein Fußballtreff oder man genießt das deutsche Bier. Aber ihr habt das nicht als Location zum Beispiel genommen. Habt ihr mit denen mal geredet, ob ihr nicht dort auch mal aufführen wollt? Wir hatten Kontakt zu denen, es hat dann terminlich leider nicht reingepasst, aber wir haben in Victoria mit dem Edelweiß Club zum Beispiel auch ein Treffen. Ah, genau. Okay. Ja. Also seid ihr dran. Ja. Weil ein Problem ist ja hier in Kanada und ich schätze mal weltweit, jetzt so German Communities, zusammenzuhalten. Man sagt ja, die Deutschen sind die am schnellsten integrierbaren Menschen weltweit. Also sie gehen komplett auf in der Society, weil sie eigentlich komplett halt die Gesellschaft, in der sie sind, komplett aufnehmen wollen und genießen wollen und sagen, ja, in Deutschland war ich halt Deutsch und jetzt hier bin ich jetzt Kanadier. Seht ihr das eigentlich auch so? Oder habt ihr so ein bisschen gemerkt, ja Mensch, es könnte noch hier viel mehr passieren, so in Sachen deutsche Kultur und Sprache? Also wir haben schon, wenn man so in Grüppchen zusammenstand oder so, im Granville Market oder so, da haben wir immer wieder das Erlebnis, jetzt auch in diesen kurzen 48 Stunden das Erlebnis gehabt, dass man angesprochen wird, wie sieht's aus, ich höre hier Deutsch, meine Großmutter kommt aus Deutschland, ich war schon mal in Deutschland und wo kommt ihr her? Also man merkt schon, dass viele irgendwo doch deutsche Wurzeln haben. Diese ganze Reise, wurde die eigentlich von euch selber finanziert oder was habt ihr da? Habt ihr da irgendwelche Unterstützung zum Beispiel von so kulturellen Vereinigungen? Also finanziert wird sie teilweise von uns, ja. Also die Teilnehmer haben, abhängig davon, ob sie Student sind, ob sie nicht Student sind, einen gewissen Eigenbetrag zu finanzieren. Aber ansonsten haben wir sehr viel private Unterstützung erfahren. Wir werden auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem DAAD. Also das ist eine ganz große Bandbreite von Förderern, die wir da haben. Wir haben einen eigenen Förderverein, der uns da sehr hilft. Also es ist eine bunte Mixtur aus allen Geldquellen. Und was letztendlich wollt ihr so den Menschen hier hinterlassen? Also ich meine, ist euer Publikum, habt ihr daran gedacht, wer das Publikum sein wird? Sind das eher Kanadier oder sind das eigentlich wirklich mehr so deutschstämmige Kanadier? Also wir wollen eigentlich beides so. Wir wollen Deutschen quasi so ein bisschen Heimat bringen und den Kanadiern wollen wir deutsche Chorliteratur vermitteln und auch einfach zeigen, was wir in Deutschland für Musik machen. Genau. Insofern denken wir, dass es eigentlich eine ganz gute Mixtur aus beiden Zielgruppen ist und auch sein wird und dass das Programm dafür eigentlich ganz ansprechend ist. Ja, also ihr meint, das wird rüberkommen, auf jeden Fall. Ja. Also es kam ja jetzt auch schon sehr gut an heute bei dem Konzert. Ja. Ja, aber ihr verkauft keine CDs oder sowas? Doch, wir haben auch CDs dabei. Also dann und gab es da schon Nachfragen? Ich weiß nicht, wir sind jetzt gerade noch nicht gefragt worden, aber ich vermute, auch, das kommt. Ja, als Gastgeschenke auch dabei. Wie lange wird es jetzt noch gehen, also die ganze Tour? Ihr habt noch vier weitere Konzerte haben wir noch, genau. Wir fliegen am 18. fliegen wir wieder zurück nach Deutschland. 18. August. Mhm. Na gut, da wollen wir gar nicht dran denken. Nein, tun wir auch noch nicht. Ihr wollt wahrscheinlich viel Spaß noch haben. Ja. Zwei Wochen. Ja, das ist klasse. Dann wollen wir hoffen, dass das Wetter gut bleibt, weil hier regnet es normalerweise viel. Aber ihr habt Glück irgendwie. Die Vorhersage sieht gut aus. Ja, genau. Hättest du gedacht, dass die German Community hier so groß ist? Nee, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich das gar nicht wusste, dass es da so bestimmte Gesellschaften gibt. So, also das ist mir dann erst aufgefallen, als ich eben speziell danach recherchiert habe, wo wir denn Konzerte geben könnten. Und da hat sich das natürlich auch angeboten, dann da mal zu gucken, wer eben deutsch-kanadisch interessiert ist. Aber ich finde das unglaublich toll, weil ich bin selber ein Mensch, der sehr viel Wert auf kulturellen Austausch und interkulturelles Interesse legt.
Und von daher finde ich das sehr schön, dass es hier so viele Deutsche auch gibt, die sich wirklich dann auch so als Deutsch-Kanadier identifizieren. Hast du dich gewundert so ein bisschen? Gewundert, ja. Ich habe auch festgestellt, dass das auch so innerhalb oder unter den Städten sehr viele Verbindungen bestehen. Also wir haben festgestellt, okay, die ist dann wieder da, hat da Verwandte und so weiter. Also es scheint wohl, haben wir festgestellt, dass da sehr gute Vernetzungen bestehen. Ja, sehr gute Vernetzung, absolut. Ja, also dann vielen Dank, dass ihr Zeit für uns hattet und ja, weiterhin viel Spaß. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja dann noch. Das letzte Konzert, was ihr habt auf eurer Reise, ist dann wieder in Vancouver, ne? Genau. Wo wird das sein? Um 9.30 Uhr in der Messe von der Holy Rosary Cathedral. 9.30 Uhr morgens. Genau, wir singen da im Rahmen einer Messe, was auch eine sehr interessante Erfahrung für uns sein wird, weil wir das sonst nicht haben bei unseren Konzerten. Und die Holy Rosary ist ja eine sehr große Kathedrale mit einer anscheinend sehr guten und tollen Orgel, wurde mir gesagt. Und ich denke, das wird auch ein tolles Erlebnis. Mhm. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Ja, absolut. Das werden wir noch unseren Zuschauern sagen. Genau. Also dann vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, ich bin Matthias Staudt, bin 30 Jahre alt und leite den Unichor Düsseldorf seit ja, nun fast 1,5 Jahren. Ich mache das im Grunde auch nur zur Vertretung für meine Kollegin Silke Löhr, die zurzeit in Elternzeit ist, und freue mich aber auch noch im Wintersemester mit dem Unichor arbeiten zu dürfen. Seit 2 Tagen sind wir hier in Vancouver unterwegs, haben noch viel vor uns. Wir werden Victoria, Nanaimo bereisen und dann zurück nach Vancouver kommen.
Wir singen noch 5 weitere Konzerte hier und genießen gerade den Erfolg unseres schönen Auftaktkonzerts. Also auf jeden Fall denke ich, dass alle hier jetzt total happy sind, dass das erste Konzert so gut gelungen ist. Es waren viele Zuhörer da. Auch wir sind, glaube ich, total zufrieden, waren heute Morgen schon zum Teil ganz lange wandern und dann schnell einen Anzug auf zum Konzert. Und alle freuen sich einfach über diesen großen Erfolg jetzt. Und ich denke, auch alle sind optimistisch auf viele weitere Konzerte in Vancouver und Umgebung. Auf viele, viele, viele Eindrücke einfach, viele Landschaften, neue Menschen kennenzulernen und einfach dieses schöne Wetter, die gute Stimmung. Wir sind alle ganz ergriffen davon. Ja, es ist in der Tat ein sehr großer Tapetenwechsel, von Europa hier nach Kanada zu kommen. Ich bin ganz erstaunt. Ich habe persönlich ganz viele Menschen schon kennengelernt, spontan, die mich angesprochen haben in der Stadt. Total freundlich, dann vor allem auch total viele Deutsche, die uns Deutsch reden, gehört haben. Und dann gleich gefragt haben, ja, kommt ihr aus Deutschland? Und so kam man eben ins Gespräch und man erzählt von ihren deutschen Eltern, deutschen Großeltern oder auch deutschen Partnern, wie sie hier nach Kanada gekommen sind, wie sie von der Stadt schwärmen. Diese Offenheit, diese Freundlichkeit beeindruckt mich doch sehr und ich glaube, das ist doch wirklich ein ganz großer Unterschied zu Deutschland, diese Offenheit. Ja, viele hier haben auf jeden Fall noch Semesterferien, ich nicht so ganz. Wir werden jetzt morgen weiterreisen nach Victoria, auch dort ein Konzert singen. Dann singen wir ein Konzert auf Salt Spring Island in Nanaimo und kommen dann in knapp 1,5 Wochen wieder hierher nach Vancouver. Wir werden noch einen Gottesdienst singen hier in der Holy Rosary Cathedral. Und dann am 19. August zurück nach Deutschland reisen. Für mich persönlich geht es am 20. August schon gleich weiter, weil ich bin hauptberuflich auch noch Lehrer an einem Gymnasium. Und für uns beginnt dann sofort das neue Schuljahr, sodass ich hoffe, dass der Jetlag sich nicht allzu sehr bemerkbar macht und ich dann auch ausgeschlafen wieder in die Schule komme. Meine Studentinnen und Studenten hier haben noch Semesterferien. Für die und auch für mich gemeinsam mit dem Unichor geht es dann erst wieder so um den 8. Oktober mit Beginn des neuen Semesters weiter. Ja, also mein Name ist Lili Stelter und ich komme aus, das nennt man heute Moldova. Und als ich nach Kanada kam, wollte ich meinen Akzent verlieren und habe einen Kurs besucht. Und wir hatten einen solchen charmanten Lehrer. Und ich habe mich in die letzte Bank hereingesetzt, weil bei diesem Kurs musste man immer singen. Und als dann, jeder hatte ein Lied bekommen zum Singen und ich musste singen, My Bunny Lies Over the Ocean. Und mein Lehrer guckte, sagte, Lily, please, please stop. Und seit diesem Moment an versuche ich gar nicht mehr, meinen Akzent zu verlieren. Was ich nun habe und wie ich diesen Akzent, da muss ich eben weiterleben. Und so ist es. Aber es war so interessant, der Lehrer sagt, stop, you are a hopeless case. Und sehen Sie, heute bin ich 91 Jahre und immer noch ein hopeless case. Wow. Ja, okay. Lili, seit wann sind Sie denn schon hier in Kanada? Ich bin hier seit 55. 1955 mit einem Schiff rübergekommen? Ja. Welches Schiff? Skytia. Das ist schon jetzt außer... ich glaube, das hat man demoliert oder was. Das Schiff gibt es nicht mehr. Das war die letzte Reise. Haben Sie noch Freunde aus der Zeit hier in Kanada? Sind Sie mit Leuten zusammengekommen oder waren Sie nein, alleine? Nein, ich bin alleine gekommen. Ganz alleine. Wow. Und Moldova, also das Krim. Ist heute Moldova. Das früher hieß das Bessarabien. Bessarabien. Ja, ja. Und die Hauptstadt von Bessarabien heißt Chisinau. Chisinau. Ja, und das war im Mittelbessarabien. Und im Süden von Bessarabien war eine andere Stadt und die hieß Ackermann. Ackermann. Ja, und in der Nähe von Ackermann hatte mein Vater Mühlen und da bin ich geboren. Und also die Familie ist nicht mehr mitgekommen, nur nein, Sie alleine? Nein, nur, ja. Wow. Meine, ich bin ganz alleine. Und dann haben Sie hier komplett Ihr Leben neu angefangen? No, ja, ich habe hier... Einen kanadischen Ehemann? Nein, gefunden. Ich habe keinen Mann, ich bin alleine gekommen. Wow. Mein Mann hat mich alleine gelassen. Wow, wow.
Und ich bin alleine rüber und dann nach einer kurzen Zeit, nach 2 Monaten, kam meine älteste Tochter, die war 13. Und nach einem halben Jahr kam meine andere Tochter, die war 12. Und dann ganz im Schluss, in einem Jahr, kam dann meine jüngste Tochter hier, die Ute. Die hat meine Mutter rübergebracht und hatte ich meine Kinder alle hier. Und Lilly, wie sind Sie aufgenommen worden von den Kanadiern? Sehr gut. Ich muss Ihnen sagen, ich war so glücklich und ich bin heute noch so, so froh. Und meine Kinder, ich habe 3 Töchter und meine Töchter sagen mir immer wieder, es ist das Beste, was ich machen kann, hier nach Kanada zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bin und meine Kinder und meine Enkel und ich habe jetzt 13 Urenkel. Also ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Machen Sie noch so ein bisschen, versuchen Sie noch ein bisschen so die deutsche Sprache und Kultur weiterzugeben an Ihre Kinder und Enkelkinder? Ich spreche mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern nur Deutsch. Und mit meinen Urenkelchen, hapert es manchmal, das klappt nicht. Haben so. Sie Fußball verfolgt? Oh, natürlich. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, welcher am besten gespielt hat. Aber der Götze, der hat das letzte Tor reingeschossen. Ja. Ja, okay. Lilly, vielen Dank. Ja, okay. Ja, also das ist doch interessant mal. Das hört man nicht alle Tage. Mendelssohn, Bartholdy, Mozart, Bach. Also da habe ich mich selber auch gefreut. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn die auch noch Rammstein gespielt hätten. Aber abgesehen davon. Tja, und von der älteren Dame wissen wir ja nun, dass Bessarabien nicht ein Land in Arabien ist, in Saudi-Arabien, sondern eine historische Region aus den Bereichen Rumänien, Ukraine, frühere Sowjetunion. Ne? Das heißt Republik Moldau bzw. Moldawien. Auch ganz interessant, weil es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Preußen, die auch nicht mehr existieren, auch historische Regionen. Aber noch Menschen, die in diesen Gebieten geboren sind. Und die sagen dann, ja, ich bin Preuße oder ich bin halt eben Bessarabien-Deutsche. Ja, dann haben wir was dazugelernt. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß. Bye-bye.